Der Elb ist schon so gut wie tot. Das glaubst auch nur du. So. Jetzt müssen wir leise sein, damit die uns nicht hören. Als ob die uns hören könnten. Ist ja immer lustig, wenn man so ein PC-Spiel hat, wo man dann laut schreit und dann hören an die Mobs. Das wäre auch mal lustig. Weiß nicht, wie man das denn anwenden könnte, aber das wäre auf jeden Fall nicht. Weißt du, kannst du mit Headset spielen und wenn du dann laut ins Headset schreist, dann hören dich auf einmal die Mobs und kommen alle zu dir. Oder die NPCs oder so. Weiß nicht. Wie lange spiele ich eigentlich schon? Warte mal. 0:31. Verdammt nochmal. Das erinnert mich an eine Radiomoderatorin. War es eine Radiomoderatorin? Ja, ich glaube schon. Ich hatte die Fußballergebnisse vorgelesen. Und danach. So Schalke 0:4 und bla und sonst was, weiß ich nicht. Und dann kam sie zum. Dann kam sie zur Uhrzeit und sagt dann so, die Zeit, es ist 0:3. Das war so genial. Ach ja, ihr müsst wirklich mal bei YouTube nach Radiopannen googeln, die sind manchmal so extrem lustig. Ach ja. Und heute ist mit dem Postsack und dem Wertpaketsack und den Wertpaketbeutel und Sackbeutel und versackten Beutel, Sack, was auch immer, keine Ahnung. Gibt es ja auch so ein schönes Bürokratendeutsch-Beispiel. Ich glaube, das war wirklich nicht so. Aber es gibt es halt als Text. Ich weiß gar nicht, wo das erste Mal aufgetaucht ist. Hat sich irgendwer ausgedacht. Auf jeden Fall. Ist ja klar, muss sich ja irgendwer ausgedacht haben. Irgendwas sollte auf jeden Fall extrem bürokratisch und total verwirrend klingen. Und das haben sie auf jeden Fall geschafft. Und war auch ganz lustig. So. Ach ja, ich müsste wieder hier rumstehen und mich regenerieren. Also Radiopannen wirklich lohnt sich bei YouTube danach zu suchen. Die sind wirklich lustig. Und auch Fernsehpannen natürlich auch. Wenn man die natürlich schon alle kennt, ist natürlich blöd. Und viele sind auch gar nicht da. Sind auch viele lustige, die es noch gibt, die aber gar nicht auf YouTube sind oder nur schwer zu finden sind oder so. Meistens dann immer, wahrscheinlich dann irgendwie immer als kleine Videos, wo dann nur eine einzige Fernsehpanne drin ist. Die zwar lustig ist, aber die findet dann kein Mensch. Ist dann natürlich blöd. Und dann hat die auch nur 10 Aufrufe oder so, weil die halt kein Mensch findet. Ja. Ist halt irgendwie dann auch blöd. Obwohl sie eigentlich lustig ist. Das ist auch das Problem an YouTube. Es gibt so viele Videos. Und du suchst ewig und du findest zwar irgendwas, aber manchmal gibt es ja noch was, was du eben nicht findest. Was aber trotzdem schön ist. Aber das weißt du ja nicht, weil du es ja nicht findest. Das ist ja das Blöde daran. Genauso wie meine Let's Plays. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass sie schön sind. Das müsst ihr entscheiden, ob sie euch gefallen oder nicht. Aber die finden anscheinend auch wenige Leute. Vielleicht suchen sie auch nach dem Falschen. Also wenn ich nach einem Let's Play suche, mache ich es mir meistens einfach. Dann suche ich irgendwie, gebe ich Let's Play, das Spiel ein. Und dann gebe ich dann noch eine 1 ein, damit ich auch nur die ersten Folgen angezeigt bekomme. Funktioniert natürlich nicht meistens. Aber zumindest werden dann nicht... Wenn er nicht von einem Let's Player, der da gerade sehr dominant ist, weil er gerade, keine Ahnung, 10.000 Aufrufe oder so hat, werden dann irgendwie alle Videos angezeigt und das von den kleinen Let's Playern, die vielleicht auch gut sind, kommt dann irgendwie erst auf Seite 10 oder so. Und wenn man dann Folge 1 eingibt zum Beispiel, noch zusätzlich, dann kommen halt auch ein paar kleine Let's Player schon auf Seite 2 oder 3 oder so. Vielleicht auch sogar schon auf Seite 1. So. Na dann. Jetzt wieder einen Wag töten. Ach ja.
Was mich wundert, ist, dass ich den Lutz von diesen Bilbissen da, der eine Bilbis, der hieß ja Lutz, dass ich den gar nicht töten musste. Ich war mir ziemlich sicher, dass es dafür eigentlich eine Quest hätte geben müssen. So, der Wag ist... Ach, der Wag ist Signatur und der andere nicht. Okay, verstehe. Na dann einmal hier töten, komm. Fällt uns das ja ein bisschen leichter, weil wir ja so einen besseren Bogen haben als diesen einen aus dem Startgebiet oder so. Weiß ich gar nicht, wo der herkam. Der wäre so extrem schlecht, der hatte nur 6,6 DPS. Jetzt haben wir einen mit 18 oder so. Also DPS. Damage per second. Für die, die die Abkürzung nicht kennen. Passiert mir auch manchmal, dass ich Abkürzungen verwende, die wahrscheinlich gar nicht alle kennen. Weil man spielt halt die Spiele und man ist so mit diesen Abkürzungen schon vertraut, weil die überall benutzt werden. Was ja auch nicht schlimm ist, vor allem im Chat, wenn man dann halt auch nur... Ja, wenn man halt... Ne? Nicht so viel schreiben will, ist ja verständlich, dass man nicht schreibt, suche Leute für... Teil der ewigen Sonne oder so, sondern schreibt man halt TDES oder so. Oder was weiß ich, was es da gibt. So. Was ich auch mal machen muss eigentlich. Ach, ich muss mal wieder einen Test machen. Das habe ich auch ewig nicht mehr gemacht. Aber ich weiß nicht von welchem Spiel. Die Spiele, die ich habe, die würde ich eigentlich auch teilweise sehr gerne auch Let's Playen. Das ist das Problem. So, sag mal, wie viele Mobs sind denn hier? Das ist ja unglaublich. Jetzt regeneriere dich doch mal fertig hier. Komm. Oh, okay. Jetzt wurde ich schon angegriffen. Egal. Ah, ich bin auch schon wieder fast Level 24 natürlich. So. Und schon wieder einen Zwangsrekruten der weißen Hand töten. Wie lange ich schon wieder aufnehme, ist ja unglaublich. Und vor allem so spät in der Nacht. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. So spät in der Nacht aufgenommen. Natürlich praktisch trifft man nicht auf so viele andere Spieler. Ob das praktisch ist, weiß ich nicht. Das Let's Play ist vielleicht gar nicht so schlecht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kommt drauf an. So, da ist ja schon der Kandaif. Mensch, der steht da bestimmt schon ewig rum. Der hätte mir auch mal helfen können. Das habt ihr gut gemacht, Tagedor. Sogar besser als ich, wie es scheint. Die Urukai und die Orks haben mich fast erledigt. Ich habe tiefe Wunden davongetragen. Macht euch jedoch jetzt keine Gedanken um mich. Hinter dem Tor steht der Urukai, der diese Bande anführt. Geht durch das Tor und erschlagt ihn. Wir können nicht zulassen, dass die Orks eine Festung im Norden aufbauen. Okay, weiter. Na dann, begleitet... Der ist aber ganz schön verletzt, ey. Um, der hat doppelt so viel HP wie ich. Jetzt hab dich mal nicht so hier. Der ist sogar Verteidiger. Ich glaube, das ist sogar noch einiges über der Schwierigkeitsstufe von meinem Dings gerade. Also von normalen Mobs. Ich glaube, Signatur, Stark, was kommt danach? Elite oder so. Und dann kommt noch ganz viel anderes Zeugs. So, ja, los, schneller, ihr Faulpelze. Was? Ach, der hat noch Begleitung hier. Na sowas. Nee, komm, das können wir nicht zulassen. Das geht ja nicht. Ach. Hä, wieso stirbt denn der so schnell? Oh. Das geht jetzt aber extrem schnell. Was ist denn da los? Hä, der war doch vorhin gerade grün und... Ach, keine Ahnung. Oh, ein Troll. Der will mich doch wohl... Ach du Scheiße, der ist ja sogar... Hä? Ach so, ich bin durch irgendwas gestärkt. Deswegen sterben die so schnell. Sieht man auch, ich habe jetzt irgendwie 4000 Moral statt nur 900 irgendwas. Wie kommt das? Eine gute Frage, ich kann es mir nicht erklären. Was ist denn hier? Inspirierte Größe. Ach so, weil das eine Gruppenaufgabe ist normalerweise. Bin ich jetzt gestärkt worden, damit ich es auch alleine schaffe? Ah, verstehe. Okay. Ja, ja, das stimmt, das war ja so. Mein Gott, wie viel hier rumlaufen von diesen Mobs. Das ist ja schlimm. Wie schnell die auch sterben, wenn ich so gestärkt bin. So, das habt ihr sehr gut gemacht. Unua. Was?
Ich bin schwer verwundet, aber ich werde es überleben. Komm, wir kehren in mein Lager zurück. Okay, dann beenden wir das doch mal. Das hier ist die Wetterspitze. Da, wo Frodo von... so einem komischen... Reiter hier. Von so einem komischen schwarzen Reiter ins Dings gestochen wird. In die Schulter wird ihm gestochen irgendwie. Ach, keine Ahnung. Es ist an der Zeit, dass wir diesen Ort hinter uns lassen, Thagaldur. Ich habe Herr der Ringe eigentlich auch schon viel zu oft gesehen, den Film. Inzwischen müsste ich das schon fast auswendig kennen. So. Was benötigt ihr? Die verbliebenen Orks sollten uns nicht den Schlaf rauben. Sie sind zu weit von den Südlanden entfernt und werden sich sicher schnell zerstreuen und kaum noch Ärger in den einsamen Landen verursachen. Wir haben einen entscheidenden Kampf gewonnen. Ihr habt euch eine Ruhepause verdient, denn die Orks stellen jetzt keine große Bedrohung mehr dar. Lasst mich euch nun dabei helfen, Radagast den Braunen zu finden. Okay, ach so, ich muss was aussuchen, warte mal. Okay, einhändiger Streit, Kolben ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Der ist besser als der andere, was habe ich denn noch? Das brauche ich nicht unbedingt, das... Oh, das ist nicht schlecht. Ich nehme mal das hier, komm. Jetzt beenden. Seid gegrüßt. So, ich habe gekriegt, das habe ich gekriegt, das brauche ich nicht. Dann habe ich gekriegt, das habe ich auch noch bekommen. Wo ist das her? Keine Ahnung. Hier leuchtet noch was, ach, noch was. Okay, ach, wieder vorlesen hier. Warte mal. Ich konnte Radagast im Süden aufspüren und habe dort Freunde getroffen, die Eglein, die sich in den Ruinen der einsamen Lande niedergelassen haben. Sie sind ein ruhiges und zurückgezogenes Volk, die gesellschaftlichen Verpflichtungen zugunsten eines einfachen Lebens hier draußen aus dem Weg gehen. Die wenigen, die sich in zivilisiertere Gegenden der Welt vorwagen, sind immer noch anders als die meisten Leute, denen ihr jemals begegnet seid. Aus diesem Grund sind sie gegenüber allen, die den Kontakt mit ihnen oder ihren Verbündeten suchen, sehr misstrauisch und anscheinend auch sich anscheinend hat sich Radagast ihre Hilfe gesichert. Nicht erst jetzt, sondern schon vor langer Zeit. Ich fürchte, ihr werdet euch das Recht verdienen müssen, mit Radagast zu sprechen. Was ist das? Ach, ein anderes Spiel, ach cool. Mit Radagast zu sprechen. Ich habe alles getan, was in meiner Macht steht. Mein Pferd wird euch nach Südosten zur verlassenen Herberge bringen. Dort solltet ihr mit Gardarak Munk sprechen. Er wird euren Namen kennen. Alles Gute, Thagaldur. Das wird er wohl. Ich habe ja schon 10.000 Quests für den gemacht, oder? Ja, ich glaube ja. Was benötigt ihr? So, dann reisen wir da mal. Und... Oh, das ging ja schnell. Ich trinke trotzdem mal was. Wow, Auto ran. Ups. Aber nicht zu weit laufen. So. Ach ja, immer das automatische Rennen. Mir ist das manchmal passiert, dass ich das in WoW mal angelassen habe, als ich noch geflogen bin, da in Nordend zum Beispiel. Habe ich das, wollte ich irgendwo hinfliegen, habe das angelassen, bin auf den Desktop gegangen. Und auf einmal habe ich mich im Meer wiedergefunden, mit Erschöpfung und Tod natürlich dann. Und bin auch nicht mehr zum Leichnam zurückgekommen, weil er ja so weit auf dem Meer lag. Da stirbt man ja in der Erschöpfung, damit man nicht zu weit raus. Naja, ist ja klar. Gibt es hier übrigens, glaube ich, auch, wenn man in Forochel ins Wasser geht, erfriert man, glaube ich, weil es so kalt ist. Also ins Meer natürlich, nicht in Seen, wo man... Naja. So, mit dem muss ich reden. Buch 2. Es tut mir leid. Kapitel 6. Benötigt ihr etwas? Unter dem Schutz der Klicken und Ziehen, um Leiste zu bewegen. Nee, unter dem Schutz der... Warum steht das da nicht da, wenn ich da drüber gehe? Verstehe ich nicht. Unter dem... Wie heißt denn jetzt die Quest? Schutz der Eglein. Kandaif ist ein guter Mann, der etwas riskiert hat, als er uns versprach, dass wir euch trauen können. Für ihn und unsere lange Freundschaft mit ihm hoffe ich, dass ihr das Risiko wert seid. Wir sind ein einfaches Volk, das außerhalb der Gesellschaft bleibt. Das außerhalb der Gesellschaft bleiben will. Aber es gibt Anstrengungen, die alle unternehmen müssen, um zu überleben. Wir möchten euch um Hilfe bitten, damit ihr beweisen könnt, dass ihr es wert seid. Okay. Was soll ich jetzt machen? Was für ein schrecklicher Tag. Hä?
Sucht in der verlassenen Herberge und im Lager der Nan Enif einen Vertreter der Eglein und sprecht mit ihm. Doch ich kann jetzt mit dem sprechen, ist ja genial. Ihr habt lange gekämpft und wir sind euch dankbar für alles, was ihr getan habt. Anscheinend habt ihr nur die besten Absichten gegenüber unserem Volk. Dafür werden wir euch euren Wunsch erfüllen. Hä? Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen?